Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde PlayStation All-Stars Battle Royale. Heute mit Hayashi im Hintergrund und wir spielen wieder in Solo-Cade-Modus. Und heute spiele ich einfach mal mit der fetten Prinzessin. Hat sich zwar niemand gewünscht, aber die muss ja auch irgendwann mal dran kommen. Und da packen wir noch den Skin rein. Und dann, bevor ich euch weiter zuquatsche, geht's gleich mal los mit der Story. Schöne Prinzessin, die nichts und niemanden so sehr liebte wie ihr Volk. Außer vielleicht Fort. Die Heißung aber so legendär, dass alle Nachbarkönigreiche stets Besuche der Prinzessin und ihrer Wache auf der Suche nach Meertaute erwarteten. Eines Tages brachte ein Bote Kunde von einem neuen Land, dessen Tortenvorräte noch nicht von ihrem Appetit heimgesucht worden waren. Der König wusste, dass er seine Tochter nicht aufhalten konnte und gab ihr seine besten Soldaten mit, um für ihre sichere Rückkehr zu sorgen. Und so brach die Prinzessin zu ihrem Abenteuer auf. Sie wollte wirklich keine Schwierigkeiten, aber wenn es um Torte geht, lassen Schwierigkeiten nie lange auf sich warten. So, sie ist also auf der Suche nach weiterer Torte. Sagt ihr Special auch, glaube ich, recht gut. Ne, ist nämlich Torte bitte auf der 1. Auf der 2 verwandelte sich, oder nee, sie verwandelt sich nicht. Sie holt sich, ja, ich würde sagen, sie holt sich einen Chocobo, setzt sich drauf, also so ein kleines gelbes Hühnchen. Und springt damit über die Map und heizt damit über alles über den Haufen. Die 3er-Attacke habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, auf jeden Fall Fat Princess, auch aus dem Spiel Fat Princess, wie ich meine. Ich glaube, das Spiel, was ich wirklich nie gespielt habe, wirklich keine Ahnung habe, bevor ich, ich sag mal, PlayStation All-Stars Battle Royale gespielt habe, habe ich noch nie was von Fat Princess gehört. Deswegen war ich sehr verwirrt, dass es da überhaupt sogar ein Spiel gibt. Ich dachte zuerst, das wäre reine Verarsche für Peach, aber dem ist wohl nicht so, die hat wohl ein eigenes Spiel. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hat es irgendjemand anders gespielt, kann sagen, ob das gut ist. Auf jeden Fall ist sie relativ stark. Sie hat halt auf Viereck viele Attacken. Auf Kreis holt sie immer ihre Verstärkung hier raus, wie ihr sehen könnt. Dann immer so eine Feuermagier und ein Kreistyp, der eine Bombe legt. Und auf Viereck macht sie halt ihre eigenen Schläge. Auf Dreieck kann sie noch so Attacken ausführen, wo sie mehrmals zuschlägt und sich ein bisschen durch die Gegend wirft. Und natürlich auch ihre Leibesfülle benutzt, würde ich mal so sagen. Ja, der 1er ist relativ stark, weil er relativ fix geht und relativ einfach zu zielen ist. Da kann man richtig geil Kills machen, weil der 1er halt wirklich schnell und effektiv ist und auch sehr schwer abzubrechen ist. Ich meine, damit kann man echt viel mitmachen. Und der 2er ist halt auch sehr stark. Den 3er werde ich mir, denke ich, auch mal angucken während des Kampfverlaufs. Ja, und ansonsten, ja, hoffe ich, ihr habt wieder Spaß mit dem PlayStation All-Stars Gameplay. Und meinem sinnlosen Gelaber dabei. Ja, wo wir schon bei sinnlosen Gelaber sind eigentlich. Ich wollte mir eigentlich gerade selbst ein Let's Play angucken. Ich bin ja nicht nur Let's Player, sondern ich gucke auch gerne Let's Plays. Zum Beispiel bin ich ein großer Fan von Pete's Meat und schaue da sehr, sehr gerne. Ich habe alle Folgen bis jetzt gesehen vom DayZ Let's Play. Vielleicht wissen das einige. Deswegen mache ich eigentlich auch überhaupt das DayZ Let's Play. Und deswegen bin ich überhaupt zu Let's Plays gekommen, weil ich so richtig erst für mich entdeckt habe, dass das richtig Laune machen kann, da zuzuschauen und das dann halt auch selbst zu machen. Und dann habe ich angefangen, halt einfach mal DayZ aufzunehmen, während wir es gespielt haben. Und dann ist daraus halt letztendlich das entwickelt und geworden, was ihr jetzt hier sehen könnt. Mit jetzt mehr meinen Schwerpunkten, wie jetzt zum Beispiel PlayStation All-Stars Royale, ich mache ja meine MMOs und etc. Ja, und natürlich auch DayZ, wo ich jetzt auch mittlerweile bald, Folge 100. 20 sind wir so, oder 117, irgendwie so, irgendwas um den Dreh, ich glaube 115 kann auch sein. Auf jeden Fall über 100 Folgen da schon auch zusammen gemacht. So, jetzt machen wir mal Level 2. Da, feiges Huhn. Ja gut, ist es kein mehr, weniger ein Chocobo, mehr ein Huhn, aber ja. Ja. Und deshalb, wollte ich mir eigentlich gerade ein Let's Play angucken und, ja, ich will jetzt eigentlich keine Kritik ausüben, an Let's Playern im Allgemeinen, eher so, was ich mir da halt sehr aufgefallen ist, zum Beispiel bei diesem speziellen Let's Player, ich will jetzt auch keine Namen nennen, und nein, das ist nicht Pete's Meat oder irgendwas Bekanntes, ich wollte eigentlich eher ein Retro-Spiel mir angucken, was sehr alt ist, sag ich mal, was ich dann nicht selbst spielen muss, weil Retro-Spiele haben gerne an sich, dass sie sehr bockschwer sein können und dass man da wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren muss. Und wenn man das dann im Let's Play gucken kann, ist es eigentlich relativ angenehm und da hatte ich eigentlich Bock drauf. Ich habe nämlich auch letztens erst von Gronkh mir zum Beispiel The Day of the Tentacle wieder reingezogen und super geiles Spiel, was ich früher auch sehr als Kind geliebt habe, und das war Gronkh zu sehen, war einfach super.
Also mal, ich will jetzt nichts gegen Gronkh sagen, darauf wollte ich mich nicht hinaus. Gronkh macht das nämlich ziemlich super, wie er die ganzen Sachen Let's Playt, keine Frage. Er weiß ja schon, was er tut. Und was mir aber dann zum Beispiel bei dem Let's Play aufgefallen ist, was ich dann eigentlich gucken wollte, was ich jetzt eigentlich nicht schlecht machen will, und ich will auch keine Namen nennen, deswegen sage ich das ja auch nicht, dass viele Let's Player so richtig krass overacten, so von wegen, so alles total überspielen und alles auf ultra witzig machen, keine Ahnung, so, hey, yeah, jetzt mache ich den Plato und guckt euch so Dance for the Squirrel, jetzt hau ich ihn mit die Fresse und dann kommt und, ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich denke, ich mache das auch hin und wieder ab und zu und, ja, ich denke, das Wichtigste ist da, vielleicht eine Mischung zu finden und ja, vielleicht auch seinen eigenen Stil zu finden. Klar, wenn jemand das gerne macht und so. Und ich denke, manche Let's Player haben das auch prima drauf, die sind dabei auch witzig und können das. Also zum Beispiel bei ihm, ich konnte mir das Let's Play dann nicht angucken, weil er halt alles so auf ultra witzig machen wollte. Und ja, viele Leute finden das auch toll bei ihm. Er hat auch relativ viele Abonnenten, sag ich mal. Aber wow. Ich konnte es mir dann nicht angucken und vor allem, was mich halt sehr gestört hat, das Spiel, was ich mir angucken wollte, war halt ein Retro-Spiel, was auch sehr, ich sage mal, die Atmosphäre ist sehr düster und dunkel und sehr, eher sehr nachdenkliches Spiel ist das. Und ich finde, da passt es dann halt überhaupt nicht, wenn man dann halt auf alles auf witzig tun will und auf witzig machen muss. Weißt du nicht, ich finde es gut, dass man halt Spiele auch für sich selbst sprechen lässt. So, jetzt komm. Jetzt, vielleicht hol ich sie mir beide. Ja. Na, komm, der ist runtergestammt. Ja, gut. Ein bisschen rumragen tue ich zum Beispiel auch gerne. Ich meine, Emotionen zeigen ist wichtig, aber weißt du, ich muss nicht alles ultra witzig sein und nicht alles immer so mega. Hohoho, krass, krass, krass. Weißt du nicht. Das versuche ich zum Beispiel zu vermeiden. Das ist halt einfach nicht mein Stil. Aber das muss ja auch, wie gesagt, jeder selber wissen. Wenn er das machen will, ist es okay. Aber zum Beispiel deswegen konnte ich mir das Let's Play jetzt nicht angucken, weil ich wollte mir halt die Stimmung reinziehen, vor allem. Das hat sehr viel Text auch. Und wenn man das dann halt alles auf lustig macht, na, muss man das wirklich können? Oder man muss es vielleicht auch oder einfach mögen so. Aber weiß nicht, ich konnte es dann halt. Fuck! Ich konnte es dann halt dementsprechend nicht. Keine Ahnung. Was ist da eure Meinung? Guckt ihr das lieber gerne, wenn das alles so lustig ist? Und ja. Oder ja, keine Ahnung. Gut, wenn ihr. Ich meine, wahrscheinlich gucken das jetzt eh meistens Leute, die mich halt kennen. Und da wissen die eigentlich vielleicht auch, dass ich vielleicht nicht so extrem bin, was das angeht. Und vielleicht mögen die das auch gerade bei mir, aber ja. Zum Beispiel, ich finde, Gronkh macht das echt gut. Zum Beispiel bei Day of the Tentacle, er lässt halt auch das Spiel gerne für sich sprechen und versucht dann halt nicht alles so speziell in sein Licht zu sprechen. Ich meine, klar, bei Minecraft, da muss man eher, sage ich mal, sich selbst sprechen lassen, weil Minecraft bietet zwar sehr viel Sandbox, bietet sehr viel Fläche, sage ich mal, aber das Spiel an sich spricht halt recht wenig. Es hat keine Story und ja, es passiert wenig, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Aber ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, das ist auch das Einzige, was ich jetzt eigentlich dazu so noch beitragen wollte. Nicht, dass ich jetzt Let's Play schlecht machen will. Ganz im Gegenteil. Ich finde, Let's Play ist eigentlich eine super coole Sache. Teilweise. Oh, verdammt! Ich zwichen die mir die ganze Zeit aus. Vielleicht will ich zu viel quasseln. Schon wieder. Ich finde, Let's Play sind eigentlich schon. Nein, 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 nein! Ja, komm, den habe ich sogar verkackt, den Kampf. Shit, ey, weil ich die ganze Zeit mit 1 finishen wollte, glaube ich. Ja, peinlich, peinlich. Ich meine, ich mir in Grund und Boden quasi, spiele ich mir einen Scheiß zusammen. Ist okay. Ja, weißt du, ich gucke mittlerweile schon fast lieber Let's Plays, als dass ich den Fernseher anmache, zumindest nachmittags und mittags. Da kommt nämlich so viel Dünnpfiff und das Einzige, was man sich noch angucken kann, ist irgendwie How I Met Your Mother und Big Bang Theory, aber da hat man dann auch alle Folgen schon 80 Zillionen Mal gesehen. Weiß ich nicht, da finde ich echt, sich ein Let's Play anzugucken, 10 Mal interessanter von irgendeinem Spiel, was man vielleicht noch nicht gespielt hat. Wo ich ein bisschen das Problem habe, dass ich mir keine Let's Plays angucken kann von neuen Spielen, weil ich die Spiele dann meistens immer noch selbst spielen will. Und wenn ich mir dann halt das Let's Play angucke, dann ist natürlich die Motivation deutlich geringer, sich das Spiel nur selbst nochmal durchzuspielen, wenn man das Let's Play schon gesehen hat von dem Spiel. Deshalb schaue ich meistens immer eher Let's Plays von halt irgendwie MMOs oder halt so Multiplayer-Sachen wie zum Beispiel DayZ, wo man halt ja, wo es letztendlich keine Story gibt. Aber es ist jetzt cool, es zuzuschauen und man so gesehen sich selbst das Spiel dann ja nicht kaputt macht, weil man dann die Story schon kennt. Oder ich schaue halt auch gerne Retro-Sachen, weil man da entweder die Story schon kennt, weil man das Spiel halt schon selbst früher gespielt hat oder weil dementsprechend das Spiel dann auch selbst zu spielen sehr bockig sein kann. Weil ja, bei Retro-Spielen, weiß nicht, die Leute, die Retro-Spiele spielen, kennen das vielleicht. Kann sehr anstrengend sein.
und ist mit heutigen Spielen teilweise echt nicht mehr zu vergleichen. Das hat Vor- und das hat natürlich auch Nachteile. So, man muss sich natürlich ein bisschen konzentrieren hier auf den Kampf. So funktioniert das nämlich mit dem Eis eigentlich. Wenn man sich ein bisschen konzentriert und nicht nur aufs Labern konzentriert, dann funktioniert das auch. Oh, so, kommt die runter? Da! Warum funktioniert das jetzt? Und warum funktioniert das nicht gerade eben? Oh, fuck. Na, egal. So, komm jetzt hier. Na, ich komm. Nein. Ich muss hier hoch. So. Nein. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer noch fehlt bei PlayStation All-Stars. Ich glaube, Reddick fehlt noch. Den müsste ich auch nochmal machen. Wobei ich mit Reddick überhaupt nicht klarkomme, weil das so ein Fernkämpfer ist. Und ja, die neuen Charaktere, die sind ja da. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, aber die kosten dieses Mal natürlich Geld. Und im Moment habe ich überhaupt kein Geld dafür. Wenn ich das Geld irgendwann mal zu habe und mir eine PSN-Karte kaufen kann, ich glaube 20 Euro müsste ich dafür aufladen, damit ich beide Charaktere kaufen kann. Werde ich das auf jeden Fall tun. Und dann wird es die neuen Charaktere auch geben, Let's Play. Aber kann ich noch nicht sagen, wann das sein wird. Irgendwann vielleicht auf jeden Fall. Weil, ja, ich sag mal, PlayStation All-Stars, ich das ja... Projekt bei mir, was ich schon relativ lange verfolge und es mir auch sehr großen Spaß bringt. Was ich jetzt nicht so extrem krass verfolge, es gibt nicht jeden Tag jetzt eine neue Folge, aber was ich immer gerne mal immer wieder spiele und ich denke, das werde ich auch dabei belassen und das macht mir auch so am meisten Laune. Oh! Ja. Ansonsten, ja. Was ist hier für PlayStation eigentlich auf jeden Fall nochmal als Projekt ins Auge fassen können und ja, ich denke mal, was ihr auch schon wisst, was ich eigentlich gar nicht groß verheimlichen muss oder als große Sneak Preview. Oh, nein. Was ich irgendwie sonst anders ankündigen müsste. The Last of Us. Definitiv ein Projekt, was ich momentan im Auge habe. Aber was natürlich noch ein bisschen dauern wird, mit dem Veröffentlichkeitsdatum. Aber was ihr auf jeden Fall erwarten könnt bei mir. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Last of Us wird, denke ich, ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel werden. Und zwar, ja, geht eigentlich in eine andere Richtung, ja. Was ich mir auch überlegt habe, natürlich, wo PlayStation All-Stars Royale mit den Charakteren zumindest sich zum Ende hin bewegt. Natürlich werde ich auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht auch mal wieder weiter Multiplayer spielen, klar. Aber mir mal überlegt, vielleicht mal eine Runde Super Smash Bros. Einzustreuen. Nur mal so nebenbei. Ich habe zwar keine Gamecube, keine Wii, aber da gibt es ja Möglichkeiten, das anders zu spielen. Oder vielleicht auch mal den alten Nintendo 64-Teil zu spielen. Und ich muss ja sagen... Im Grunde genommen spiele ich eigentlich nur PlayStation All-Stars Royale wegen dem alten Nintendo 64-Teil, weil ich es damals halt geliebt habe, dieses Gebash. Und ich finde, das Gefühl machen sie halt hier auch sehr gut. Das haben sie sehr gut getroffen mit PlayStation All-Stars Royale. Und ja, aber dadurch bin ich überhaupt hierher gekommen, weil sonst hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch nie geholt. Und ja, ich sag mal, Super Smash Bros. Ist für mich auch ein großer Teil meiner Kindheit, sage ich einfach mal. Weil wir echt Stunden damit verbracht haben, als das rausgekommen ist, uns gegenseitig auf dem N64 da die Köpfe einzuschlagen. Und bumm, Dreierkill. Und ja, ich weiß nicht, ob es jemals wirklich so ist. Es ist wirklich ein super geiles Partyspiel. Bam. Ich hoffe ja auch, dass für PlayStation 4 dann dementsprechend im PlayStation All-Stars Royale rauskommt. Wobei, ich glaube, die Verkaufszahlen waren von Sony nicht ganz so befriedigend, was das Spiel angeht. Deswegen mal schauen. Lol, daneben. Ja. Ansonsten, vielleicht kaufe ich mir dann ja eine Wii U, wenn das Super Smash Bros. Dafür rauskommt. Aber im Moment gibt es für mich echt keinen Grund, nicht eine Wii U zu kaufen. Okay, obwohl für die Wii U spricht momentan, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt, ich nenne es einfach mal Lego GTA. Super geil, Lego City heißt es, glaube ich. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Let's Play geguckt vom GameTube, glaube ich, hier, die Leute von GameStar. Die machen das schon relativ gut, wobei, da könnte ich vielleicht auch schon wieder das, das Argument ins Feld führen, darauf wollte ich hinaus, mit dem Overacten. Wobei es da eigentlich noch eigentlich sehr gut passt. Da will ich eigentlich gar nicht meckern. Und gerade zum Spiel passt es halt auch, wirklich. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Da kann ich eigentlich nicht meckern. Und ja, die machen das eigentlich auch sehr gut. Wieso hat das nur so 2 Meter funktioniert? Egal, ich glaube, ich stelle mich hier wieder doof an. Auf jeden Fall, das Spiel ist super cool. Obwohl halt nur für dieses eine Spiel sich eine, Wii U zu kaufen, ist halt tierische Banane. Deswegen habe ich auch keine Wii U und deswegen will ich auch momentan noch keine Wii U kaufen. Wenn vielleicht ein neues Zelda kommt, mal schauen. Eigentlich war ich früher großer, sehr großer Zelda-Fan.
auf dem SNES und auf die N64-Teile habe ich leider nie selbst gespielt, weil ich nie selbst einen N64 gehabt habe, außer mittlerweile habe ich einen, aber früher als Kind hatte ich keinen eigenen N64, da habe ich Zelda dann immer nur auf der N64 bei Freunden gespielt. Ich war eher ein großer Fan vom Gameboy-Teil, falls ihr den gespielt habt. Link's Awakening, super, super. Eines der besten Gameboy-Spiele neben Pokémon, das es gibt, auf jeden Fall super geil. Und dem Super Nintendo-Teil. Der Super Nintendo ist von Zelda, ist auch so genial. Ich habe ihn das letzte Mal gespielt, als ich LOL gespielt habe. Das ist schon ein bisschen her. Vielleicht die Leute, die LOL gespielt haben, schon ein bisschen länger dabei sind. Erinnern sich vielleicht an die Tage, wo es noch nicht EU West und Ost geben kann. Wo man dann teilweise richtig lange gewartet hat, bis dann man ins Spiel konnte. Und während dieser Wartezeit, man dann teilweise nach einer Runde mal Disconnect hatte und dann eine Stunde warten musste, habe ich während dieser Wartezeit immer Zelda gespielt. Und da habe ich das ganze Spiel dann nochmal fast komplett durchgespielt. Einfach nur während der Wartezeit, während ich da auf der Warteschlange gesessen habe, bis ich LOL spielen konnte. Es war schon relativ lustig. Ich gucke gerade, ich hoffe, das ganze Gameplay wird nicht so übersteuert. Das ist mich so ein bisschen nämlich nervt, um Gameplay aufnehmen für Konsole. Vielleicht mache ich das auch nochmal anders, ist, dass ich die Tonspuren nicht editen kann. Ich glaube, ich mache das nächste Mal echt wieder anders, dass ich das anders aufnehme, nicht beides gleichzeitig. Wenn nicht das jetzt irgendwie stört, wenn das ein bisschen übersteuert ist, dass mein Sound im Gegensatz zum Spielesound. Muss ich mal gucken. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback geben, ob das gut so ist oder ob das Mikro lauter, leiser sein soll oder nicht so übersteuert. Gucken wir dann. Ich bin immer bemüht. Ich habe irgendwie Sprachprobleme, wenn ich so viel quatsche, habe ich das Gefühl. Ich bin immer bemüht, mich auch zu verbessern, also wenn ich Kritik habe. Einfach raus damit. Wenn ihr findet, dass ich zu viel overacte oder nicht. Einfach raus damit. Dann, ja, versuche ich mich dem natürlich dementsprechend anzupassen. Natürlich habe ich meinen eigenen Stil, sage ich einfach mal, und der wird sich auch nicht ändern. Im Großen und Ganzen, aber natürlich kann ich mich natürlich auch ein bisschen anpassen. Ey, was macht... Sly Cooper geht immer gerade richtig ab. Hat einer von euch eigentlich Sly Cooper das neue Spiel gespielt? Gibt es ja, glaube ich, jetzt für die PlayStation 3 und für die Vita. Oder was nur für die Vita? Soll eigentlich auch gar nicht so schlecht sein. Auf jeden Fall, ich habe es nicht gespielt. Vielleicht soll es ja ganz gut sein, wie gesagt. Aber Jump'n'Run, ja, ich bin nicht so der große Jump'n'Run-Fan. Vor allem, weil ich mich dabei tierisch dämlich anstelle bei Jump'n'Run. Und ich will auch gerade hier in dieser Runde tierisch dämlich anstellen. Ich habe da gar nichts auf die Reihe gerissen. Geht doch gar nicht klar. So. Nimm mal... Ne, ich komme nicht ran. Wer hat's jetzt aufgenommen? Ich nicht. Und jetzt bin ich gestunt. Verdammt, das ist eine schlechte Runde für mich. Okay, zwei oder nur einen? Oh, der ist die ganze Zeit unsichtbar. Er ist ja hammernervig. Und jetzt hat er mich schon wieder geholt. Oh Gott, vielleicht muss ich die Runde nochmal machen. Mit ein bisschen mehr Konzentration oder so. Aber Sly Cooper nimmt mich gerade aus. Und er macht sich auch die ganze Zeit nur unsichtbar. Der NPC ist so ein Affe. Komm, komm, komm. Noch hoch da. So, bisschen verprügeln, so Level... Wow, das war knapp. Jetzt. Jawohl. So, ist noch nicht verloren, aber ist, glaube ich, knapp. Es ist hassig so, dass in diesem Spiel nicht angezeigt wird... Nein, wie ich da AP verloren habe. Dass hier nicht angezeigt wird, wann man... oder wie viele Kills man schon hat. Und dann weiß ich nie, ob ich mich jetzt noch extrem anstrengen muss oder ob ich mich... safe spielen kann oder ob ich aufhören sollte zu sterben, weil das ja auch dumm ist. Na, nimm den Roboter. Komm, Kreisattacken raus. Meine Armee muss mir helfen. Ich habe noch 20 Sekunden. Ich muss jetzt auch noch bis Level 1 kommen und noch einmal töten. Ansonsten habe ich es, glaube ich, verloren. Definitiv. Ja, minus 40 AP nochmal. Minus 20 AP. Warum verliere ich denn gerade so viel AP? Achso, er hat, glaube ich, mit der dumm. Ja, komm. Naja, komm, das wird nichts. Naja, das wird nichts. Doch. Ein Kill nach... Ah, verdammt. Ich glaube, das reicht nicht. Oder? Oh, es hat gereicht. 5-2. Oh, 4-2. Sly Cooper war knapp hinterher. Knapp, knapp, knapp hinterher. So, Dante Sweet Toss. Boah, was ist denn das für ein geiler Screen bei Sweet Toss? Tooth. Ich habe manchmal auch Probleme mit der englischen Aussprache.
I'm not a very good, a good English man. Ja, gut. Ich jetzt, bei Englisch stelle ich mir auch manchmal gerne extra blöd an. Einfach. Ja, weil Baum. Weil ich es lustig finde. Wahrscheinlich auch nur ich, aber. It's okay. So. Dante. Ich kann ja mein komplettes Let's Play nur auf Englisch machen. Das wäre bestimmt auch sehr, sehr lustig. Aber nicht, weil ich so lustig bin, sondern weil meine Aussprache so lustig ist. Oder keine Ahnung. I don't know. Please stay away from me, Dante. Na komm. Lassen wir das. So, Level 1. Und tschüss. Vernichtet. Vernichtet. Ich sag ja, die Prinzessin kann gut sein. Definitiv. So, Jack als schweren NPC. Gerade wenn man auf die Prinzessin so ein bisschen unterschätzt, da nicht so drauf achtet. Und dann sie so ein bisschen, ja, wie gesagt, unterschätzt und dann nicht drauf achtet, dass sie gerade angreift, dann wird's gefährlich, weil sie dann mit einem Einser schnell mal alle drei abräumen kann. Und ja, bis Level 1 kommen ist halt gar nicht so schwer mit der Ollen, weil sie hat halt gute Kräfte. Also, ja, wenn ihr bis jetzt immer die Prinzessin eher so unterschätzt habt oder nie gespielt habt, weil sie ja so ein Mädchencharakter ist, ich sag euch, schaut mal rein, gerade was ihren Einser betrifft, die macht richtig Rambazamba. Gar nicht wissen, was es ist, wenn man sie... Nein, 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 nein. Das nämlich eigentlich relativ schwer ist, was sie gerade gemacht haben, mich einen zu unterbrechen beim Einsatz. Vielleicht hat sie eher den Nachteil bei Range-Charakteren, weil die könnten sie unterbrechen. Aber so Nahkämpfer, wenn du mit dem Einsatz kommst... Ja. Ich glaube, NPCs können dann hier noch besser unterbrechen, weil es die einfach Luck ist. Ich sag mal, der Lack unterbricht einen mehr als gekonnt, weil es relativ fix geht, wenn man finisht mit dem Einser. Ah, okay, da ist er wieder hochgesprungen. Siehst du? Aber jetzt muss ich mich vielleicht auch mal ein bisschen anstrengen. Ich glaube, verliere ich sonst. Weil Jack ist gerade bis 2 und hat einen Double Kill gemacht. Jetzt fehlt ihm nämlich noch ein Kill zum Sieg. Das ist schlecht. Okay, so. Frisst die Raketen. Genug Butt-Smashing betrieben. Ja. Nee, jetzt haben die ja alle weggeworfen und ach komm. Und ich fail mir da einen ab mit meiner Attacke schon wieder. Ja, Failrunde, Failrunde, Failrunde. Guckt mal an, wie schlecht ich bin. Unbelievable. Weiß ich nicht, ich gebe zu, wenn ich Feld spiele. Kommt öfter vor, als es mir lieb ist. Und dann nur ein noch. Ich könnte gleich heulen. Wie ein Mädchen. Könnte ich heulen. Ja. Ja. Ey Leute, lasst mich ein, zwei Attacken. Da hat Jax gezündet, aber zum Glück jemand mitgenommen. So. Jetzt aber. Jetzt hauen sie auf einmal alle. Nein! Boah, jetzt hat er da oben alle gekillt. Jetzt muss ich kurz warten. So, kommt mal alle. Nein, nein, nein! Ey, das ist nicht heute. Nicht meine Runde. Nicht meine Runde. Kein bisschen. Na, die scheiß Clown muss ich weg. Da unten liegt AP. Da unten liegt AP. Da unten liegt AP. Das ist meine AP. Na, wieder nur einen, der ist weggesprungen im letzten Moment. Oh Gott. Huh. Aber auch eine spannende Runde eigentlich fast schon. Am Ende dachte ich, oh, die wird schnell gefailt, aber... Halleluja. Komm, 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 komm. Das ist noch nicht verloren, noch. Aber Jax, Jax, Jax darf nicht zünden jetzt. Okay. Ja. Boah, die Runde noch geholt, habe ich nicht gedacht. Der Sieg. Was kommt jetzt? Story-Gegner. Bin ich mal gespannt, wenn wir hier gleich haben. Aber was das Schlimmste ist, glaube ich, bei Let's Playern in die Cutscenes reinzuquatschen. Versuche ich auch zu vermeiden. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Verehrter Herr, haben Sie zufällig eine Torte? Ich suche keine Torte, Prinzessin.
Ich suche besondere Menschen. Welche gesehen? Also, man muss ja nicht gleich unhöflich werden. Unhöflich? Wenn ich mit dir fertig bin, findest du das hier höflich. Trau dich doch, du Rüpel! Oh, böser Kohl, das kann nervig werden, der Kampf, aber ist okay. Ich muss mich ein bisschen darauf konzentrieren, was ich hier tue. Weil der auch einen relativ starken Einser hat. Muss ich gucken, kommt darauf an, wie stark der NPC jetzt ausweichen kann, dem Einser. Wenn er dem Einser nicht gut ausweichen kann, dann wird das relativ schnell vorbei sein. Wenn er dem aber gut ausweicht, dann sieht schwer für mich aus. So. Ach komm. Also man blockt sich auf die andere Seite und dann trifft er einen da. Ach ja. So. Au! Ja, friss mein Zauberer. Nein! Ja, ich bin zuerst Level 1 gekommen. Gutes Zeichen. Und jetzt ist aber auch gleich Level 1. So. Ich muss gerade überlegen, was sein Einser war. Yes! 1-0. Wir sollten ihn mal werfen. Oh, was ich völlig vergessen habe, bis auf 3 zu gehen, Leute. Das habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Okay, ich versuche es gleich im Bossfight. Da versaue ich dann vielleicht den Bossfight, weil bis 3 gehen beim Bossfight ist tierisch unnütz. Aber ich werde es trotzdem mal machen. Ich will es euch auch zeigen. Aber das habe ich echt gerade vergessen, ey. Tut mich leid. Ja. Aber ihm bis 3 gehen jetzt, das wäre Waste of alles. Ja. Pirouetten drehen mit der Prinzessin. Wo habe ich denn meinen Schwertkämpfer hingeschickt? Na, guck, er kann auch ausweichen. Frisst meinen Magier. Ah, shit, ey, Level 2. Nein! Das ist... Ja. Ich bin in die... was ist das? Eine Ölfitze, die er da rausholt, reingelaufen. Da hat er mich festgestunt und durch seinen Zweier-Stunt da einen auch nochmal fest. Ich werde doppelt da fest... Wurzeln. Und er macht mich gerade fertig. Und wie er mich gerade fertig macht. Hier gar nichts mehr durch. Hey, komm. Wie aber auch nur sich in der Luft bewegt und rumschießt. Da hat natürlich echt Nachteile gegen. Wie langsam ich da umgefallen bin. Komm her. Aber vielleicht hat man den Vorteil, dass er immer bis 2 gehen will. Bis 2 ist zwar ein Safe Kill für ihn. Aber es dauert halt auch dementsprechend länger. Nee, er ist da runter. Ich dachte, er kommt runter und kann dann nicht mehr ausweichen. Dann springt er da noch in dem Moment. Ah, so ein verdammter Mistkerl. Oh, fuck. Jetzt werf ihn. Werf ihn. Nein, nicht. Shit. Nein, 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 nein. Ja, komm. Das ist nämlich ein 100% Kill bei ihm. So nervig. Fail, fail, fail. Fail, fail. Ah. Mach mich nicht aggressiv, wenn ich mit dir kämpfe. Sollten sich auf jeden Fall alle mal zu Herzen nehmen. Mach mich nicht aggressiv, wenn ich mit dir kämpfe. Jawoll! Du stehst im Weg zu mir und meiner verdammten Torte. Jetzt komm da runter, wenn ich mit dir kämpfe. Ansonsten komme ich zu dir hoch. Verdammt. Level 1, Level 1. Okay, komm, 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 komm. Nein, 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 voll fail, fail, dumm von mir, wie dumm ich bin. Oh, manchmal habe ich auch echt... Nein, nein, nein. Manchmal habe ich echt das überhaupt kein Gefühl, wenn ich zünden muss. Dann springt er da hoch und dann drücke ich im Sprung, wo ich dann schon während des Drückens weiß... Oh, das war dumm. Naja, manchmal reagiert man, bevor man denkt oder so, habe ich das Gefühl. Und... Ja, ja, genau. Ach, verdammter Mist. In die Luft mit dir. Das wird knapp. Na komm, 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 komm! Gut. Jetzt aber! Nein! Er hat mich attackiert, er ist gesprungen, wenn ich angegriffen habe. Er ist gleich Level 2 und dann wird er mich fertig machen, wenn ich nicht aufpasse.
Scheiße, 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 scheiße. Ja. Nein! Er war voll aus! Scheiße, Mann! Am Ende stelle ich mich dumm an! Komm schon! Komm schon! Nein, 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 nein! Ja, verdammt, ich komm nicht weg! Oh, Mann! Again! Again and again and again! Ah. Ist okay, ist okay. So. Na, mal konzentriert von Anfang an. Ja. Nein, er haut mich wieder zur Seite weg. Und er haut mich schon wieder weg. So, in der Ölpfütze gesammelt. What the fuck? Wie ist er bitte gerade so schnell Level 1 geworden? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, und... So. Man muss ja nur mal eine gescheite Schlagkombi hinkriegen, nämlich auch Level 1. Da wollte ich blocken. Und da ist er mir. Ja, komm, wirf mich. Ja, da habe ich nämlich jetzt drauf gewartet, dass er anfängt, irgendwas zu werfen, dass er nicht wegkommt. So, jetzt bin ich in Führung, aber nicht mehr lange. Er ist wahrscheinlich gleich wieder 2 und da kann man wieder nicht ausweichen. Ich hasse es. Ich müsste eigentlich dazu kommen, ihn zu werfen, damit der AP verliert. Genau. Nein, nein, nein. In seiner Ölpfütze gelandet. So, schließlich würde ich mehr mit meiner Army spielen und immer schön meine NPCs rausholen. Da, geblockt! Und jetzt, komm! Werf ihn nach oben! Und jetzt so, warten, was macht er? Da hat er geschossen. Da hätte ich eigentlich gerade attacken können. Nein, nein, nein! Nee, ja, komm! Guck, da kommt man nicht weg! Es ist so... Ja. Komm doch runter da! Ich will doch nur mit dir reden und dir meinen Zepter ins Gesicht stecken. Na. Ja. Jetzt einmal, ja. Nee, nee! Er ist weggekommen. Verdammt! Ist auch Level 1. Na, da wollte ich ihn werfen, auch nicht geschafft. Jetzt! Jawohl! 2-1. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 für mich! Ist aber auch noch Level 1. So. Was man cool machen kann mit der Prinzessin, ist, die Leute immer so in die Luft scheppern. Und dann wieder versuchen runterzuholen. Mhm. Am unfairsten fand ich aber eigentlich die NPCs, als ich gegen sie gespielt habe. Nein! Nein, nein, nein! Den Fehler habe ich vorhin schon mal gemacht. Ein oder zweimal, dass wenn er anfängt zu chargen, dann zu attackieren. Aber dann unterbricht er mich halt da drin. Wenn er nach vorne eine Attacke macht. Und jetzt steht es 2-2 und er ist voll im Vorsprung. Nein! Okay. So viel zum Thema... Da war ich im Vorsprung. Mist, 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 Mist. Ach, komm! Nein, 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 nein. Er ist gleich Level 2 und dann habe ich ein Problem. Allein wieder 100% trifft die olle Sau. Böser, böser Cole. Komm her, mach was. Ja! Huh, das war knapp. Ich dachte, da unterbricht er noch, weil er wieder voll in mich reingecharged ist, aber... Mama, ja. 1-1 kämpfen muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Da kann ich irgendwie nicht so frei reden wie sonst. Aber ja, jetzt geht's schon besser. So, ja. Gehe jetzt natürlich bis 3. Weiß noch nicht, wo ich bis 3 gehe. Beim Zweierkampf oder beim letzten. Soll ich mir das aufsparen? Gucken wir, wie dieser Kampf verläuft. Am Anfang lohnt sich nicht beim 1er, aber beim 2er, denke ich, lohnt sich es auf jeden Fall. Das Hütchen bei 2 habt ihr ja schon gesehen. Aber wie ihr auch bemerkt, benutze ich eigentlich
Oh nee, wir haben Reddick dabei. Oh Mann, nein. Reddick ist gar nicht gut. Und gerade ganz zu Anfang. Naja, muss ich mit leben. Das Hühnchen habt ihr ja schon gesehen. Und das ist eigentlich relativ cool. So, gib mir mal den AP-Absauger. Aber wie ihr gesehen habt, benutze ich halt auch meistens immer den 1er-Finisher. Weil auf Level 1 kommt man halt viel schneller und die 1er ist halt sehr stark bei ihr. Deshalb würde ich eher lieber mit dem 1er gut zielen. Als irgendwie ewig warten und dann so viel Zeit zu verschwenden und dabei zu viel Leben einzustecken. Na. Nur noch ein bisschen AP sammeln für die nächste Runde. So, man kann sich nämlich auch einfach vor die Leute stellen, dann können die eigentlich noch reichlich weniger ausweichen. Aber wenn sie dann natürlich instant reagieren, können sie dann auch deutlich besser abbrechen. Na, Nummer Uno. Nehmen wir den Fisch hier und gib ihm. Bam! Nein, daneben. Jetzt aber Bam! Und nochmal. Boom! Boom! Und. Nein, er kommt nicht immer runter. So. Bisschen AP sammeln gleich für die Runde. Hier werde ich nämlich gleich alles brauchen, wenn ich da bis 3 gehen will. Na, jetzt muss ich aber zünden, sonst bin ich nämlich gleich 2 und verschwende zu viel AP. Gut. Ja, ein und, naja, was ist das? Ein Viertel? Na, nicht mal ein Viertel, ein Fünftel. Vielleicht. Bam! Mit der Hellebarde voll in sein Gesicht. So. Ich muss echt jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu krass einstecke und gut austeile. Mit 3 Leuten auf einem kann das echt sehr nervig sein. So. Aber man kann auch gut AP generieren, weil er nicht immer was zum Schlagen da hat. So. Na. Reddick ist jetzt nämlich 1. Da muss man aufpassen. Finisht er nämlich relativ schnell im Bossfight. Das kann... Da! Was meine ich? Da komme ich dann nicht mehr weg. Bin ich gerade mitten im Kampf mit anderen. Deswegen ein bisschen aufpassen. Jetzt noch bis 3 gehen wir. Nein, da hat jemand AP-Absauger. Und da werde ich schon wieder durch die Gegend geschmissen. Und da habe ich schon wieder die Hälfte AP verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich bis 3 komme. Wenn der Reddick mich so abzieht. Na, da wollte ich Reddick mitnehmen. Jetzt. Hm. Vielleicht komme ich mit den 2 dann besser klar. Jetzt habe ich wieder 0. Oh Gott. Na, er könnte auch voll fail jetzt werden, wenn ich jetzt bis 3 versuche zu gehen. Die Idee, bis 3 zu gehen, ist schon mal voll fail, aber ich will es halt sehen und zeigen. Und ja, das ist nicht fail, aber. Ja. Boah, kommt, lasst mich doch mal auch einmal kurz zu Wort kommen hier. Mal mehr zu Kampfe kommen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. So. Nee, komm. Na, komm in die falsche Richtung. Sir Lancelot. Und mein Freund. Nein! Noch ein Leben. Ja, entweder verkacke ich das jetzt. Oder ich gehe bis 3. Kannst du natürlich jetzt auch so beenden. Aber. Mann, geh mir nicht auf die Nüsse. Und ein guter Spieler würde das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende kriegen. Ich weiß aber nicht, ob ich ein guter Spieler bin oder einfach nur Pech gerade habe. Ach, Mann, ja, jetzt zieht er mir noch die ganze AP ab mit seiner verfluchten... Ja, er ist Level 2, das ist überhaupt nicht gut, weil... Was habe ich nochmal geworfen? Jetzt entdeckt... Ja, genau. Ja, den konnte ich wieder nicht ausweichen, ne? Ja, vergiss es, bis Level 3 schaffe ich das nicht. Nicht mit Reddick dabei ist. Weil er mich richtig hart verprügelt. Weil er ja im Dreier halt richtig krass
rumnervt. Und wenn er dann einmal Einser hatte, kannst du dem nicht gescheit ausweichen. Mit dem Kampf ist mit drei Leuten, du kannst halt nicht mehr gut ausweichen. Ach ja. Ja, ich zeig den drei irgendwann nochmal im Multiplayer sonst. Da kann man bis drei gehen. Warum, dass ich das vorher vergessen habe, ey? No. Zack, Nummer 1. Aua. So, komm runter. Jetzt verprügel ich dich hier unten nochmal heftig. So. Und dann geht's gleich ins Zweier. Vielleicht muss ich mir echt Fat Princess nochmal anschauen. Einfach auch Scheiß. Ich weiß ja gar nicht, welches System es das gibt. So. Da war wieder ein Doppelkill dabei, weißt du? Es geht. Aber ja. Bis 3 gehen ist bei der Prinzessin echt. Ah, uneffizient, wenn man der Einser so mega stark ist. So, da habe ich die beide Backen strahlig gehauen. Und dann verprügel ich jetzt die drei auch noch und dann können wir uns endlich die Endstory reingucken. Mal gucken, ob sie dann an ihre Torte gekommen ist oder dementsprechend auch nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ob sie die Torte bekommen hat oder nicht, ja. Jetzt lasst mich doch mal einmal hier raus. Ultra Hunger, muss ich gleich noch was zu essen machen. Mmh, bei der ganzen Torte kriege ich auch Hunger auf Torte, ey. Ja, jetzt bin ich, lol, bin ich in den Einser von Sir Daniel gefallen. Ich glaube, 3 gegen 1 ist echt das Fieseste, was du machen kannst. Ich will gar nicht wissen, wie das abgeht, wenn man gegen 3 menschliche Spieler spielt, so. Na, nur einen. Das war schlecht. Schlecht. Guck mal, wie schlecht ich bin. Nein! Ich weiß nicht, haben sie vielleicht das Boss-Level eigentlich gepatcht oder so, dass sie die NPCs ein bisschen schwerer gemacht haben? Also am Anfang hatte ich so 0,0 Probleme mit dem scheiß Boss-Level und jetzt nicht extrem viele Probleme, aber doch. Jetzt hat Daniel auch schon wieder eins. Der Mistkerl. Er steht auf. Nee. Jetzt habe ich das Level abgebrochen. Ey. Da habe ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet. So, mehr schießt. Ausgewichen. So, wenn, man kann gut gegen Reddick ausweichen, wenn er denn halt schießt. Aber nicht, wenn man dann mitten im Kampf ist gegen drei andere. Mann. Ach komm. LOL, da bin ich natürlich genau in Reddick wieder, als er auch gezündet hat, reingejumpt. Und er wird natürlich nicht von mir gehittet. Ach komm. Reddick. Ich hasse Reddick. Und dabei muss ich Reddick eigentlich noch spielen. Ich hasse ihn zu spielen und ich hasse ihn auch gegen ihn zu kämpfen. Um die Laserstrahlen. Und jetzt habe ich die coole Sense, die mittlerweile irgendwie öfter kommt, habe ich das Gefühl. Die früher aber nie so oft gekommen ist. Also. Und tschüss, Reddick. Ne! Unglaublich. Reddick! Du so! Er hat nur drauf gewartet, glaube ich. Ich hab Hunger. Nein! Oh, fuck! Könnte ich mich echt drüber aufregen. Ah, so habe ich auch noch nie geschafft, das Ding zweimal zu verkacken. Ey. Beim ersten Mal lief super und dann wollte ich da bis 3 gehen, dann habe ich deswegen verkackt und jetzt war es einfach nur mein Fail. Ne? Mein ultra gammliges Sail-Fail. Da bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. Das ist Fail. Naja, deine Stärke schon mal gar nicht, wenn das ist hier der dumme Reddick. Aber ich hätte auch einfach nicht neu starten können, dann hätte ich neue Gegner gehabt. Aber ja, okay. Ich stelle mich der Herausforderung gegen gammligen Affen Reddick. Aber jetzt saug mich ein, Affen. Geht doch. Ich glaube, das Item bleibt da liegen.
So, Strahlebacke. Lass mich in Ruhe. Nein! Guck mal, er wirft doch Kuchenstücke. Kann man die nicht essen? Wäre mal praktisch. Okay. Okay. Nummer 1. Bisschen AP generieren gleich für die 3. 4 Leben noch. Aber ich hatte halt auch 4 Leben, als ich da reingegangen bin, oder? Mann, 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 Mann. Fail, 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 fail. So. Tschüss! Das ist genau Level 1, okay. Fisch. Ich denke, sie steht auf Torte. Also, Torte und Fisch ist kombiniert echt nicht so geil. Bumm. So macht man das. Gleich am Anfang. Jetzt habe ich einen gammligen Reddick, habe ich nur hier stehen. Aber der wird mich jetzt nicht 4-mal töten, ey. Ansonsten, also nicht, breche ich echt in Heulkrämpfe aus wie ein kleines Mädchen. Wie die fette Prinzessin. So. Gib mir deine AP. Möchte gern, Reddick. Und jetzt. Lol, abgebrochen. Das kommt davor, wenn man zu lange zielen will. Nochmal ein AP-Absauger. Aber den hat es nicht mehr gebraucht. Ja, jetzt natürlich Leben frei, aber. Ich habe gerade gegen dich geübt. Ich habe 2-mal gefailt. Unglaublich gefailt. Und jetzt das Ding endlich zu Ende gebracht. Ja, ich hoffe, die Runde PlayStation All-Stars hat euch wieder mal gefallen. Weiteres All-Stars gibt es natürlich in nächster Zeit auf dem Kanal. Kommen zum Kritik wie immer unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu bemängeln oder zu bequatschen habt. Ansonsten schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, Nerdy Prince. Dort poste ich auch allerhand Sachen über mich, über das Spiel, über meine Let's Plays und natürlich alles weitere. Und ja, sogar die Trophäe mit abgeräumt. Torte bitte. Was auch immer. Und ja. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich wollte nicht über Let's Plays ablästern. Ich hoffe, das habt ihr nicht falsch gestanden. Ich finde Let's Plays super cool. Und ja, wir sehen uns wieder im weiteren Let's Plays von mir und von anderen Leuten. Und hast du nicht gesehen. Bis dann und viel Spaß mit dem Outro. So lange war die Prinzessin noch nie fort gewesen. So freuten sich die Menschen von Titania, als sie endlich wieder zum Schloss zurückkam. Sie konnten es kaum erwarten, von ihren Abenteuern in so fernen Landen zu hören. Gab es dort wirklich Torte? War sie süßer als alle Torten zuvor? Hatte sie ihnen ein Stück mitgebracht? Doch das hatte sie nicht. Stattdessen hatte sie etwas mitgebracht, das zwar nicht so köstlich war wie Torte, aber dennoch viele Jahre lang Freude im Königreich Titania verbreiten würde.